ist eine Eigenart des Menschen, die wir stets in uns tragen. Dass wir nie zufrieden sind mit dem, was wir haben. Uns trotz der reichlich vielen Güter, die wir haben, noch in Neid vertiefen. Scheinbar, weil die Möglichkeit uns intensive Reize bietet. Und aus diesem scheinbar angeborenen Übel und der Angst davor, wir könnten nie den Ansprüchen genügen, folgt letztendlich die Bereitschaft, uns und andere zu belügen. Als würden wir uns dadurch angenehmer fühlen. Wohin gehen, wenn sich die Wege verzweigen? Man an der Fähigkeit zweifelt, die Ziele je zu erreichen. Und statt aktiv zu sein und sich für einen Weg zu entscheiden, bleibt man nur stehen wie versteinert am Fleck und geht nicht mehr weiter. Eine wirklich sonderbare Sache. Wie alleingelassen sein und ohne Kompass in der Tasche. Wenn die Sonne nicht mehr wandert und wohin man blickt, alles sieht so gleich aus. Wenn die letzte Möglichkeit wohl heißt, am besten gibt man gleich auf. Und es ist schön, wie du versuchst, mich zu trösten, mich bei der Hand nimmst und mir sagst, wir beide suchen eine Lösung. Ja, ich bewundere deinen Mut und die Größe. Doch wenn ich mich selbst so sehr verachte, wie kannst du mich dann mögen? Ich weiß, mein Ego ist der Stolperstein bei jeglicher Verdrossenheit. Doch wie man das verändern könnte, geht in meinen Kopf nicht rein. Und wie bekämpft man eigentlich diese ewige Verschlossenheit? Sag nicht, indem man sich gelegentlich mal offen zeigt. Es klingt so leicht, wenn du das sagst. Satz, der nicht mal falsch ist, denn na klar, mit etwas Energie könnt's klappen, das zum Lebensziel zu machen. Wär da nicht die Diskrepanz von Theorie und Praxis, denn der Umsetzung fühle ich mich so, wie steht, wohl nie gewachsen. Leicht erlebt sich's hinter Masken, statt einen Weg dafür zu schaffen. Und ganz klar, dass ich wie alle zwar nach Seelenfrieden trachte, doch spür meistens nur die Negativität, die auf mir lastet. Und Gesellschaft ist Ballast und droht dich depressiv zu machen, wenn man sich unter Menschen immer nur deplatziert betrachtet. Und die heuchlerische Frage, na, wie geht's dir, nicht verkraftet, weil bei ernster Antwort eh nur auf die wenigsten Verlass ist. Ich umgehe sie stets mit Absicht. Und zurzeit bist du wahrscheinlich auch die Einzige, mit der mir die Gespräche nicht verhasst sind. Das ist regelrecht beachtlich, da gewöhnlich meine Reaktion auf Nähe meist Distanz ist. Sobald jemand meine Hand nimmt, lässt der Ekel mich verkrampfen. Das Problem sind nicht die anderen, sondern etwas in mir selbst. Und du verstehst, dass das nicht krank ist. Trotzdem suchst du nach einem Weg, mich zu behandeln, weshalb ich wieder erkennen muss, du hast das, was mich quält, noch nie verstanden. Doch ich weiß es zu schätzen, auch wenn ich mich benehme, als gäbe ich nur einen Scheiß auf die Menschen. Die Stimmung meistens nur ätzend. Nicht mal ein einziges Lächeln bin ich bereit, dir zu schenken. Fast so, als könnte gar nichts diese Dinge Eisschicht durchbrechen, ich weiß. Ich sollte eigentlich was ändern, stattdessen neige ich tatsächlich zur Einsamkeit, um mich ständig in Selbstmitleid zu ertränken. Und manchmal schreibe ich zwar Texte, doch was mich meistens beschäftigt, ist Lebenszeit zu verschwenden. Seltsam, dass die, die am meisten haben, kaum Zufriedenheit erfahren. Ein Prinzip, das ich nach Jahren einfach nie verstanden habe. Doch in ihm ist etwas Wahres. Ich muss nur paar kurze Blicke in den Spiegel dafür wagen. Du und ich, wir beide sind ein seltsames Pärchen und stets bestrebt, einander irgendwie die Welt zu erklären. Doch ohne je zu begreifen, dass wir eine Ewigkeit streiten, obwohl wir dabei nicht mal um denselben Gegenstand kreisen und uns am wenigsten gleichen. Du willst mich rauf und ich dich runterziehen. Ich glaub, das ist der Unterschied. Ich weiß nicht genau, wie lang das funktioniert. Und was, wenn wir das Spiel in diesem Ausmaß ein paar Runden spielen, auf Dauer zwischen uns passiert. Doch glaub mir, ich bewundere, wie du mich nach all dieser Zeit noch immer erträgst und in den Gesprächen, die nicht zu bewegen vermöge, trotz allem doch überhaupt nicht die Geduld verlierst. Und doch bei mir bleibst du, um für mich das letzte Licht zu spenden, auch wenn's immer dunkler wird. Ich hasse meinen Egoismus, hasse seine Macht, denn alles, was sich in mir regt, ist Missgunst. Du ziehst mich stets mit aller Kraft in seine Gegenrichtung. Doch ein gutes hat's vielleicht ja doch, dass du's bis heute noch nicht schaffst, denn davon lebt die Dichtung. Ich will dir bloß zeigen, dass ich dankbar bin, auch wenn es oft scheint, als ob es anders ist. Dafür, dass du mich einfach nicht verlassen willst, bis zum Tag, an dem das Licht vielleicht in meine Kammer dringt.